Herzlich willkommen zu meinem Tutorial. Heute zeige ich euch den Nintendo Emulator oder NES Emulator. Diesen ist ganz einfach auf der Seite zu holen. Ich werde natürlich den Link in die Videobeschreibung packen. Ihr könnt einfach Download klicken, kurz warten, dann speichern unter. Ich mache das mal auf dem Desktop und nenne es NES Emulator. So, abgeschlossen. Das geht ziemlich schnell. Sind ziemlich kleine Dateien. Und schon habe ich hier die verpackte Datei. Ihr könnt die öffnen mit WinRAR oder 7-Zip. Ich habe jetzt beides. Ich öffne es jetzt mal mit WinRAR. Und ja, das ist ziemlich viel Zeugs und die braucht ihr eigentlich alle. Das heißt, alle markieren und packen nach und dann, okay. So, dann haben wir jetzt den Ordner, der gleich heißt wie die Datei. Die Datei brauchen wir nicht mehr, können wir in den Papierkorb schmeißen. Für die, die es noch nicht gemerkt haben, es ist 5 vor 5. Ich denke, ich werde mal das Video danach noch renden und dann gehe ich dann schlafen. So, hier haben wir eigentlich jetzt einen Emulator. Hier ist noch eine README-Datei, die braucht ihr aber nicht wirklich. Und anderes Zeugs, Sprachen, die ihr könnt. Okay, könnt ihr öffnen. So, und natürlich braucht ihr aber noch das Spiel. Als Spiel habe ich natürlich, als Beispiel, habe ich Super Mario Bros. 3 ausgewählt, weil dieses Spiel Multiplayer ist. Dann kann ich euch genau den Multiplayer demonstrieren. Download now. Auf dieser Seite findet man sehr viele Spiele zu jeglichen Emulatoren, nicht nur NES. Und ich werde natürlich diese Seite auch wieder in die Videobeschreibung packen. Das Spiel natürlich auch wieder, speichern unten. Und das schmeißen wir gerade in den neuen Ordner, den wir gemacht haben. Die Ordnung muss sein, natürlich kurz heruntergeladen, geht perfekt schnell. Hier ist das Spiel. Das müsst ihr nicht mal entpacken, ihr könnt es einfach sein lassen. Dann könnt ihr das hier öffnen. Ihr könnt natürlich auch, so wie ich hier oben, eine Verknüpfung machen auf dem Desktop. Das sind hier übrigens meine Emulatoren. So, dann hier im Emulator Open und das Spiel auswählen. So, ihr könnt es natürlich maximieren. Mit Alt und Eingabe, Alt Enter, kann man übrigens auch Vollbild machen. Möchte ich jetzt aber kurz nicht. So. Kommen wir zu den Input. Bei Options könnt ihr Input, könnt ihr Pad 1 die verschiedenen Sachen einstellen. Zum Beispiel, ja, nach oben, rechts, links. Ich mache mal All, besser gesagt. Links, hoch, rechts, runter, select, Start, BA, die braucht ihr nicht wirklich, ja, und das ist ein doofer Knopf. Und Pad 2 können wir auch gerade einstellen, da mache ich mal links, natürlich wieder Set All. Links, hoch, rechts, runter. Select, Start, PA. Was haben wir noch? So, alles klar. Dann kann es eigentlich losgehen. Start drücken. Dann kann wir mit Select, glaube ich, ist die Taste, können wir
bei Player auswählen. Start drücken. Und schon geht's los. Hier haben wir übrigens noch ziemlich viele Options. Ich werde die nicht alle erklären. Ich weiß gar nicht, ob es zu laut ist. Ich mache mal ein bisschen leiser. Ich möchte nicht, dass man mich nicht mehr hört. So, dann starten wir mal erstes Level. Habe ich jetzt Singleplayer oder Multiplayer? Sieht komisch aus. Okay, das ist schon mal der Singleplayer. Ich öffne einfach die... Schnell schließen, öffnen, Spiel wieder. Starten wir mal zwei Player. Ja, hier ist es. So, jetzt kann ich, jetzt habe ich hier zwei, Luigi und Mario. Mit beiden kann ich mich bewegen. Es funktioniert also perfekt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh nein, und Luigi ist gestorben. Ja, ist jetzt auch egal. Das wäre es eigentlich zu meinem Tutorial. Ich hoffe, ihr werdet viel Spaß haben, wenn ihr selber zockt. Und ja, bis zum nächsten Tutorial.